Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt, beziehungsweise schön, dass ihr wieder da seid. Diesmal widmen wir uns dem reichen Deutschland. Wir hören ja immer wieder in den Medien und auch im Bekannten und mit Sicherheit auch im Kollegenkreis, dass Deutschland so ein reiches Land sei. Bevor wir in das Thema starten, möchte ich euch bitten, mich mit einem Abo zu unterstützen, da YouTube ja alle kleineren Kanäle unter 1000 Abonnenten aus dem Partnerprogramm wirft. Ich bedanke mich für eure Hilfe und ein Dank auch an alle, die sich bereits für ein Abo entschieden haben. Kostet ja nichts. Und nun lasst uns in das Thema starten. Ein kleiner Hinweis noch, ich werde mich ein wenig der Satire und des Sarkasmus hingeben, da mich das Thema eigentlich total ankotzt. Ich meine, für alles scheinen Gelder da zu sein, aber wenn es um das Gefolge geht, um das eigene Gefolge, sitzt der Schemel nicht mehr so locker. Nun, Deutschland mag vielleicht im internationalen Vergleich kein armes Land sein, aber wie ist unser Empfinden, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze? Ich meine, seht euch mal unsere kaputten Straßen und Brücken, gammlige Schulen, marode Universitäten an. Auch die hungrigen Kinderchen möchte ich hier nicht vergessen. Dazu kommt noch ein riesengroßer Niedriglohnsektor und immer mehr Menschen, die auf Versorgung beispielsweise durch die Tafel angewiesen sind oder aber in Mülleimern wühlen. Ist ja nicht so, dass der Handel riesige Mengen an Lebensmitteln lieber vernichtet, als diese zu verschenken. Dies widerspricht ja dem Hauptinteresse eines Unternehmens, Hashtag not all. Die steigenden Zahlen der Obdachlosen möchte ich auch nicht unter die Brücke kehren. Dabei sollte man im Auge haben, dass dieses Schicksal einen jeden von uns treffen kann, und zwar schneller als uns lieb ist. Alleine 2013 gab es 300.000 Tippelbrüder. Wieso wird diese Minderheit eigentlich nicht geschützt? Ich sag nur Gender Mainstreaming und der ganze andere Quark, der eigentlich total unwichtig ist. Stimmt, Menschen, die im Schatten liegen, sieht man ja nicht. Ich empfinde es auch für mich so, dass Deutschland schon lange im Großen und Ganzen von seiner Substanz lebt. Ich will mit euch in diesem Video einmal der Frage auf den Grund gehen, ob an meinem Fühlen und Beobachtung etwas dran sein könnte. Schauen wir uns erstmal an, wie der Wohlstand überhaupt gemessen wird. Ich ziehe hier das Bundesministerium für Finanzen zu Rate. Einer der Hauptfaktoren zur Messung ist das sogenannte Bruttoinlandsprodukt. Das ist der Wert aller Dienstleistungen und Waren, welche produziert oder erbracht wurden. Dieses drückt also die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften aus. Das Grundwissen sollten wir alle noch aus der Schulzeit beisammen haben, hoffe ich zumindest. Allerdings hat das BIP alleine keine Aussagekraft über Wohlstand, Lebensqualität und gesellschaftlichen Fortschritt. Kein Wort auch über Zufriedenheit. Okay, weiter im Text. Es gibt aber noch andere Wohlstandsanzeiger wie den Human Development Index, HDI, welcher von den Vereinten Nationen entwickelt wurde. Hier werden unter anderem die Lebensbereiche Lebenserwartung, Bildung und materieller Wohlstand betrachtet und aufgerechnet. Auch möchte ich den Nationalen Wohlstandsindex NWI nicht unterschlagen. Diese deutsche Methodik bezieht sich auf ökologische und marktferne Arbeiten und betrachtet diese Entwicklungen. Im Bericht zur nachhaltigen Entwicklung Deutschlands werden viele Punkte im Detail ausführlich besprochen. Wenn ihr da mehr ins Detail lesen möchtet, findet ihr diesen Bericht hier. Also eine Menge Fachchinesisch, das eigentlich nur beschreiben soll, wie gut es den Leuten geht. Der Vorlauf ist aber aus meiner Sicht nötig zum Verständnis, denn die meisten Quellen beziehen sich auf das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt. Also wo steht Good Old Germany im Moment? Nach den Zahlen aus dem Jahr 2016 lag das kaufbereinigte Inlandsprodukt pro Kopf bei $48.111, also ca. 38.600 Euro. Damit liegen wir nach dieser Aufstellung auf Platz 20 der reichsten Länder. Hört sich doch erst einmal nicht schlecht an, oder? Um im Wirrwarr der Zahlen und Statistiken auf einen Nenner für dieses Video zu kommen, habe ich mir die Armutsentwicklung als Grundlage genommen. Ich denke, das ist eine vernünftige Herangehensweise. Außerdem, Arme können sich sowieso nicht wehren. Dazu kommen die Zahlen der Armen sind wohl näher an die Realität als der Reichen, da die Wohlhabenden wohl ungern ihre Zahlen bekannt geben. Nachher kommt es noch dazu, dass man Steuern zahlen muss. Also, als ersten Indikator sehen wir uns die Kinderarmut in Deutschland an. Denn wo arme Kinder sind, sollten die armen Eltern auch nicht weit sein, vermutlich am Kiosk. Hierzu betrachten wir uns mal die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes
des Deutschen Bundestages vom 16.05.2017 mit dem Aktenzeichen WD-9-3000-017/17. Hier heißt es unter anderem, dass 2017 ca. 19,7, also 2,55 Millionen Kinder von Armut betroffen sind. Ein Faktor für diesen Anstieg seien auch die Flüchtlingskinder. Bei Kindern ohne Immigrationshintergrund liegt die Quote bei 13,5%. Ich denke, einem Kind, was Hunger hat, dürfte es wohl reichlich egal sein, woher es kommt. Aber wir schaffen das. Generell kann man sagen, dass Kinderreichtum in einer Familie ein Armutsrisiko darstellt. Schöne neue Welt. Vor nicht gar nicht so langer Zeit galten viele Kinder als Garant für den Fortbestand der Familie. Auch das ist aus meiner Sicht ein Indikator, dass hier irgendetwas in Deutschland richtig falsch läuft. Die Zahlen stammen aus dem Jahre 2015. Im selben Jahr wurden Rüstungsexporte im Wert von 12,81 Milliarden Euro genehmigt. Lasst euch diese Zahl einmal auf der Zunge zergehen. Was auch bemerkenswert hierbei ist, 1991 lebten nur 8% der Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Das BIP pro Kopf lag 91 bei 19.754 Euro. Im Jahre 2015 lag das bei 38.000 Euro. Man sollte doch meinen, dass sich mit der Steigerung der Werte und Dienstleistungen im Land auch die Lage der Kleinen verbessert. Wie ihr seht, ist leider das genaue Gegenteil der Fall. Woran kann man Armut noch festmachen? Na, kommt ihr drauf? Wer nicht zu futtern hat, braucht auch keinen Strom. Sind ja sowieso den ganzen Tag nur am Pfandflaschen sammeln, oder nicht? Also werfen wir einen Blick auf das Thema der Stromsperrungen. Der Saft wird immer dann abgedreht, wenn man die Rechnung länger nicht bezahlt hat. Ich kenne also niemanden, der ernsthaft auf Strom verzichten möchte. Grüße gehen raus an einen gewissen Rainer mit AI aus E. Leider ist auch hier ein klarer Trend zu erkennen. Von 2011 bis 2015 gab es 12,7% mehr Stromsperrung in unserem wunderbar reichen Land. Laut Zahlen der Bundesnetzagentur wurden im Jahre 2015 349.319 Haushalte der Strom abgedreht. Die Gesetzeslage ist hierbei klar. Wenn man einen Rückstand von 100 Euro erreicht hat, dürfen die Anbieter die Versorgung kappen. Merkwürdig, ich habe Energie immer als Grundrecht empfunden, aber auch diese muss man sich natürlich erst einmal leisten können. Die Sperrandrohung erfolgt im Schnitt bei einem Soll von 119 Euro. Diese wurde 6,3 Millionen Mal ausgesprochen. Als Grund kann wohl auch die Entwicklung vom Strompreis angesehen werden. Dieser hat sich seit der Jahrtausendwende fast verdoppelt, beziehungsweise Jahrhundertwende, Verzeihung, EEG und Co. sei Dank. Ihr könnt hier sehen, dass der Preis pro Kilowattstunde im Jahr 2000 bei ca. 15 Cent lag. Und nun seht euch das Ergebnis einer Google-Suche an. Da bleibt mir persönlich die Spucke weg. Das ist sehr verwunderlich, denn gerade durch die erneuerbaren Energien gibt es zeitweise so viel Strom, dass die Preise sogar ins Negative fallen, zumindest an den Strombörsen. Ich bin bei Weitem kein Fachmann auf diesem Gebiet, aber ich empfinde die Situation als paradox. Meist ist mehr Strom, als wir brauchen, da und diesen dürfen wir dann auch noch teurer bezahlen. Das nenne ich mal Hochspannungsinvestment. Da alle guten Dinge drei sind, oder in diesem Falle alle schlechten, lasst uns noch einen weiteren Indikator für den überwertigen bzw. überquellenden Reichtum in Deutschland unter die Lupe nehmen. Hier sehen wir uns die Erfolgsgeschichte der Tafeln an. Ihr wisst schon, das ist die Armenküche, ohne die noch mehr Menschen Hunger leiden müssten. Naja, wer wenig isst, entlastet dadurch, dass er nicht fett werden kann, auch die Gesundheitskassen. Läuft doch. Die erste Tafel wurde von der Initiative Berliner Frauen e.V. im Jahre 1993 in Berlin gegründet. Es sollte vor allen Dingen darum gehen, die Situation der vielen Obdachlosen zu verbessern. Hierbei wurde ein Konzept aus New York nach Berlin übertragen. Nachdem der Bedarf erkannt wurde, verbreitete sich die Idee im Lande, um die überzähligen Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Den Quasi-Durchbruch erlebte die Tafel im Jahre 94, als die Hamburger Tafel unter großem Presse-Tamtam eröffnet wurde. Am 15. September 95 wurde dann der Dachverband der Deutschen Tafelrunde gegründet, um einen besseren Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Seit Juni 2017 ist der Dachverband als Tafel e.V. Deutschland bekannt. In Berlin gibt es eine Geschäftsstelle, die sich um den Markenauftritt kümmert und die Interesse aller Tafeln vertritt. Auch die Spender und Sponsoren werden dort betreut.
Die Tafel haben sich in 25 Jahren zur größten sozialen Bewegung in Deutschland entwickelt, die Lebensmittel an Bedürftige weitergibt. Was mit einer Filiale startete, ist derweil auf 932 Tafeln mit über 2000 Ausgabestellen angewachsen. 1,5 Millionen Menschen werden derweil von der Tafel durchgefüttert. Was für eine Erfolgsgeschichte. In unserem Land, wo doch Milch und Honig fließen und wir auf die Vollbeschäftigung zusteuern. An dieser Stelle mein tiefer Dank an alle Helfer, egal ob in der Kleiderkammer oder in der Tafel. Den Wert eurer Arbeit kann man nicht in Gold aufwiegen. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt mein Überblick über drei Faktoren, an denen sich gut ablesen lässt, wie sehr uns doch die Sonne aus dem Gesäß scheint. Zumal ich habe erst versucht, die Zahlen in Wohlstand auszuwerten bzw. dort einen Indikator zu nehmen. Das scheiterte aber an den sehr schwierigen Statistiken und dass sehr, sehr viele Wohlhabende gar nicht durch die Statistiken erfasst werden. Was für ein Zufall. Klar, ich höre jetzt auch viele sagen oder schreiben, in anderen Ländern ist es noch viel, viel schlimmer. Ja, in der Tat. Allerdings ist es kein Argument, vor dem Elend vor unseren Augen eben diese zu verschließen. Ich bin einfach der Meinung, dass jeder bedürftige Mensch einer zu viel ist. Dabei ist es unerheblich, ob es selbstverschuldet ist oder nicht und auch woher dieser Mensch kommt. Nach Zahlen aus dem Jahr 2016 lag das Gesamtvermögen bei 134 Milliarden Euro in Deutschland. Das macht es wohl noch trauriger, dass man hier Menschen im Müll wühlen sieht. Und es sind Menschen, über die wir hier reden. So viel zu diesem kleinen Einblick in unser reiches Land. Verzeiht mir meinen Sarkasmus, aber anders hätte ich über das Thema nicht berichten können. Es ist einfach nur ein Trauerspiel. Wir wollen auf der Welt und für die Welt für Ordnung sorgen und versagen so kläglich in unserem eigenen Haus. Das ist einfach nur eine Schande. So viel zu diesem Bericht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst gerne mal einen Daumen zurück. Und wie gesagt, ihr könnt mich mit einem Abo unterstützen. Die sind noch gratis. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.